Und ich glaube, größere Aufgaben von dieser Art kann man nicht mehr alleine in einer Gemeinde lösen, sondern das braucht das Zusammenspielen. Und da kann ich Ihnen nur gratulieren, dass Sie das geschaffen haben. Ja, und dann, wenn wir mit den Verantwortern haben wir müssen reden, ist am Schluss die Zielstrebigkeit der Verantwortlichen und dann, ja, als alter Mann aus der Wirtschaft, der Unternehmergeist. Dann, Herr Schmidt, jetzt sind wir hier im Neuen Hospiz mit dem Aufenthaltsraum. Ihr sagt Stübel, oder wie sagt ihr denn? Ja, wir nennen das Aufenthaltsraum. Das soll wirklich ein Ort sein, wo sich die Leute treffen können. Wir haben darum auch einen Stammtisch hier machen lassen, wo das wirklich ein zentraler Ort soll sein soll. Auch für Angehörige, die da sind, die vielleicht auch in der letzten Stunde auch miteinander kommen, da etwas feiern oder Geburtstagsfeier, was auch immer, wo sie da einfach sich zusammen wo sich treffen können. Du bist Pflegedienstleiter, du hast jetzt gerade von letzter Stunde, also das Hospiz ist eine spezielle Ausrichtung, auch innerhalb des Pflegeheims, oder? Das ist ja so, wir wollen da ein, oder haben da ein Angebot geschaffen, wo Menschen, wo die Therapie abgeschlossen worden ist im Spital, wo dort eigentlich nur am richtigen Platz sind, dass wir hier ein Angebot haben, wo die Menschen hierher kommen, wo in Ruhe, in Würde kommen, Abschied nehmen. Oder aber auch für Menschen, wo daheim vom System nicht betreut werden können, entlastungsmässig hierher kommen und vielleicht dann zum Sterben noch mal nach Hause gehen. Schwarzer Wind. Weißer Mond. Nacht aller Heiligen. Kälte. Die Totenglocken auf der ganzen Erde läuten. Der Himmel hart. Am Boden ein Blau, von unten zur romantischen Beleuchtung der trockenen Kirchtürme. Laternen, Blumen, ich möchte geliebt werden. Ich rede mit allen, die mich stumm gemacht haben. Schluchzend rede ich, rot vor Liebe, das verächtliche Blut meiner Lippen. Und ein anderer möchte ich sein, ein Herz haben und unendliche Arme und ein unermessliches Lächeln. Für die Klagen derer, die durch meine Schuld Tränen vergossen. Aber vielleicht kann ein begrabenes Herz ja von seinen Rosensträuchern reden. Herz, wie tot du bist. Morgen jährt sich dein Tod. Sentimentalität, Kälte. Die Stadt läutet für die Toten. Weißer Mond. Schwarzer Wind. Nacht aller Heiligen. Die Familie soll wirklich ein fester Bestandteil sein, da auch in diesem Hospiz. Jetzt weiss man ja, gerade in der letzten Lebensphase sind oft auch Schmerzen damit verbunden, oder Palliativmedizin und so weiter. Bietet ihr denn das auch an, oder ist man, wenn es jetzt wirklich so ganz, ganz schitter ist mit Schmerzen, im Spital gleich noch besser dran? Wir haben da hinten, sehen wir das, auch ausgebildetes Personal, wo entsprechende Weiterbildungen haben. Wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Spital Grabs, also die medizinische Betreuung haben wir vom Spital. Und das Ziel wäre eigentlich wirklich, dass man die Schmerztherapie auch hier anbieten und dass sie nicht nochmal verlegt werden muss. Jetzt ist das auch ein Ambiente, das so ein bisschen warm wirkt. Haben Sie speziell ein bisschen auf das geschaut, dass man sich da auch wohlig, heimisch fühlt? Das war uns sehr wichtig in der Planungsphase und im Einrichten, dass es wirklich eine wohnliche Atmosphäre kann sein kann. Und dass das eben gerade in dieser schwierigen Zeit, wo es ums Abschied nicht geht, das soll eine heimische Atmosphäre auch sein.
Matthias, du bist der Chef. Wie sind wir auf die Idee gekommen, so etwas anzubieten? Gut, das Pflegeheim Werdenberg ist seit etwa 2003, 2004 mit der Kernkompetenz Palliativpflege unterwegs und hat hier schon eine grosse Erfahrung in der Schmerzarme in der palliativen Pflege von Menschen. Und wo wir im 2014 miteinander noch die Kernkompetenz Palliativ nochmal in die Hände genommen haben und geschaut haben, was kann man daraus machen, haben wir eigentlich gesehen, dass es national eine Strategie gibt für die Palliativversorgung der Menschen in diesem Land. Und da haben wir natürlich gesagt, wenn wir schon so einen Hintergrund haben, den wir einbringen können, dann tun wir uns an dieser nationalen Strategie Palliativpflege orientieren und tun dort für den südlichen Kantonsteil, also für die Dachs-Alstädte, das Arganserland, Seetztal, durchab bis in Wallensee, tun für diesen Bereich ein Element, das einfach noch fehlt, und das ist die Hospizpflege, tun wir ausfüllen und tun für das ein Angebot auf Beistellen. Da haben wir jetzt etwa 2 Jahre konzeptionell geschafft und der letzte Akt, den wir haben, ist hier jetzt die Räumlichkeiten, die wir können, ab Dezember 2016 zur Verfügung stellen. Es ist ein Gemeinschaftswerk für ein Anliegen, wo die Gemeinschaft etwas muss angehen muss. Warum muss das Gemeinschaft etwas angehen? Es hat mit Würde zu tun. Mit Würde, wie man eben ein Leben auch dann beendet, wenn man es nicht einmal erwartet vielleicht. Oder wenn man in einer Situation ist, wo man wirklich einfach nicht mehr die Leute findet, die einem begleiten können. Oder wenn die, die einen begleiten, schon selber halb am Abgrund stehen und nicht mehr weiter wissen. Und darum ist das Hospiz so als letzte Station ein Markstein im Leben, aber eben zum Schluss vom Lebens. Es braucht Seelsorge, darum der Vertreter der Kirche. Ne? Das ist nochmal ein, da. Jawohl. Sehr wichtig, weil Medizin macht da nichts mehr. Es geht nur noch darum, dass man es in dem Sinn mag ertragen bzw. auf kurze Zeit mit Zuversicht kann erleben kann. Und was sie hier oben geben, in diesen Räumen, das ist auf kurze Zeit noch eine Hoffnung und eben in dieser Zeit, wo man da ist, ein würdiges Dasein, das auch schön sein kann. Und ich bin mir sicher, dass es auch Menschen gibt, die sagen, zum Glück kann ich da sein und kann mal noch auf die Terrasse, habe Leute, die mich ansprechen, die ich schon über längere Zeit vielleicht kenne. Und ich habe vorher mit diesen Damen geredet von der Hospizgruppe, die seit 20 Jahren unterwegs sind. Und sie haben mir auch gesagt, ganz wichtig ist, wie man so nahe kommt bei diesen Menschen, dass das Vertrauen da ist. Man ist im Intimbereich, wo nicht jeder einem anlässt. Und das braucht sehr viel Fingerspitzengefühl. Und darum ist es nicht so verwunderlich, dass besonders Frauen diese Rolle gut übernehmen können. Es hat halt etwas Mütterliches, die Geborgenheit noch mal zu geben, am Schluss, wenn man sie eben braucht. Wie kommt jetzt jemand hierher? Also wie meldet man sich hier an? Wie steht es mit den Kosten? Es gibt keine Zuweisung von den Spitälern her, sondern die Angehörige, der Bewohner, muss sich selber entscheiden, in ein Hospiz zu gehen. Und das ist klar, wenn jemand in einer letzten Lebensphase ist, das Umfeld vorhanden, trägt, funktioniert daheim, dann wird er gerne zu uns kommen. Also unsere Absicht ist es nicht, das Sterben daheim abzulösen. Das, denke ich, sollte die Regel sein. Aber wenn jemand das Umfeld nicht hat, das Netzwerk nicht hat, dann muss er sich bei uns anmelden, wird von uns informiert, auch über die Kosten informiert und kann dann hier bei uns eintreten. Und die Pflegedienstleistungen sind genau gleich wie sonst im Pflegeheim? Die sind jetzt zur Zeit genau gleich finanziert, vor allem wie sonst im Pflegeheim. Es gibt noch keine Finanzierungsgefäß für die Hospizpflege. An dem ist man jetzt am Arbeiten. Hier läuft auf Stufe Kantonsrat, läuft jetzt ein Vernehmlassungsverfahren für einen ersten Ansatz, die Finanzierung dann auch zu regeln. Aber für das Jahr 2017 ist es noch genau gleich wie im Alterspflegeheimbereich.
Das heisst, in der heutigen Zeit, wo die Leute immer älter werden, braucht es Spitäler, da braucht es auch Leute, die daheim überpflegen, da braucht es Pflegeheime und spezielle Institutionen, auch, also spezielle Abteilungen, auch im Pflegeheim. Es ist alles wie ein Rädchen, das ineinander hineingreift. Wir brauchen eigentlich alles, oder? Das ist eine Kette, das ist wirklich eine Versorgungskette. So muss man so verstehen. Gerade in der Hospiz-Palliativpflege ist es eine Versorgungskette, die dann ergänzen muss. Wenn es akut ist, wenn auch Chemotherapien noch sinnvoll angebracht sind, ist es das Spital. Wenn diese Phase verloren werden muss, dann kann es der ambulante Brückendienst daheim sein, wenn nicht das Netzwerk hat. Oder es kann eben so spitz im Werdenberg sein, wenn das Netzwerk nicht so vorhanden ist. Oder wenn auch die Pflege so intensiv wird, dass es daheim eben nur möglich ist. In Würde sterben bedeutet nicht für jeden Mensch das Gleiche. Um den Kreis vom Leben zu schliessen, um wieder am Anfang zu kommen, auch nicht jede Frau will die Geburt von ihrem Kind gleich erleben. Als ich vor nicht allzu langer Zeit einem schwer kranken Mensch, der kurz vor dem Tod war, erklärt habe, dass wir alle Massnahmen treffen werden, dass er ohne Schmerz oder andere belastende Symptome sterben wird. Da merken Sie auch in diesem Stadium des Lebens hat die Medizin noch einen wichtigen, sehr wichtigen Stellenwert. Auch wenn man nicht mehr kurativ, heilend sein kann, hat die Palliativmedizin ganz, ganz einen wichtigen Stellenwert. Auf jeden Fall, wo ich ihm gesagt habe, dass wir alles unternehmen werden, zum Schmerzen oder andere belastende Symptome zu verhindern, hat er mir gesagt, er möchte leiden wie Jesus Christus am Kreuz. Ich war erleichtert, als ich später erfahren habe, dass der Patient sterben durfte, bevor er den Entschluss von seinem persönlichen, würdevollen Tod umsetzen konnte. Viele unter Ihnen, ich habe gesehen, es hat da ganz viele prominente Palliativmediziner. Viele von Ihnen haben mit Menschen im letzten Lebensabschnitt zu tun. Gibt es etwas Intimeres als das Sterben? Gibt es etwas Mysteriöseres als der Tod? Meine Erfahrung ist, nein. Wie häufig habe ich schon mit einem Patienten am Lebensende gelacht und durfte feststellen, dass es uns beiden gut getan hat. Humor, gut dosiert, soll auch in einem Hospiz seinen Platz haben. Pflegende und alle mitbetreuenden Disziplinen, Seelsorge, Ärzteschaft und viele andere leisten Überdurchschnittliches mit Überzeugung. Sie, wir, kommen auch etwas zurück über. Die Maria de Hensel schreibt, diejenigen, die sterben werden, lehren uns zu leben. Die Spitalregion Rital-Werdenberg-Sarganserland mit dem Spital Grabs und dem Palliativ- und Ethikteam wünscht dem Team vom Hospiz im Werdenberg viel Kraft und Erfüllung. Mögen Sie die Intimität vom Sterben und das Mysterium vom Tod gerecht werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.